Ja, wir sind wieder bei Haliotis und befinden uns im Bereich von Monte da Sobreira, wo im Zusammenhang mit unseren wachsenden Hügelbeeten die ganze Landschaft zu Kleinterrassen gestaltet wird. Da werden Aprikosen, Mandeln, wie hier in diesem Bildmittelpunkt eben zu sehen, Avocados und Wein gepflanzt, respektive aus Stecklingen hier eingebracht, sodass rechts und links des Weges zum Barrage de Santa Clara eben alljährlich nicht nur ein Blütenfestival zu sehen ist, an dem jetzt zum Beispiel der Aphodil mitwirkt, sondern eben auch ganz sichtbar der essbare Wald entsteht. Aphodilis, unsere wunderschöne Lilie hier, die immer anzeigt, dass auch der Boden noch beweglich ist. Das kann dadurch hervorgerufen werden, dass die Wildschweine ihn umflügen oder dass der Mensch mit seinen Limpiermaschinen das tut. Und da wir hier diese Art von Waldgartenentwicklung treiben, werden wir eben auch für Aphodil weitere Standorte schaffen. Da können wir gerade Marius in voller Aktion sehen. Wir setzen jetzt hier Wein, Mandeln, Aprikosen. Und überall dazwischen, das zeigen die Rinnen, die jetzt im Bereich der Hacke erkennbar sind, da kommen einerseits große Bohnen rein und andererseits die Süßlupinen. Die Mandeln vom vergangenen Jahr sehen dann beispielsweise so aus, wie dieses kleine Bäumchen hier. Der Waldgarten gedeiht und das tut er auf viele hundert Meter im gesamten Sobreira Waldgebiet. Eine essbare Korkeichensavanne löst die traditionelle Kultursavanne